So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es endlich weiter in der Basics-Reihe und vor allem zu einem ersten richtig praktischen Ansatz, denn ihr bekommt euren Trainingsplan. Das bedeutet, ihr bekommt einen Plan, wo exakt die Übungen draufstehen, die ihr jetzt besonders als Anfänger in den ersten Wochen und vielleicht sogar Monaten macht. Dann müsst ihr nur noch ins Studio gehen und das abtrainieren. Auch dazu lernen wir später natürlich, wie man das Ganze macht. Also eine Episode später gehen wir in den Trainingsplan rein und ich zeige euch schon mal, wie man diese Übungen macht. Habt ihr einen Trainer vor Ort, könnt ihr das natürlich nach den Anleitungen der Trainer oder Trainerin machen. Allerdings könnt ihr auch einige andere Videos auf YouTube oder auf meinem Channel dazu sehen. Die werden alle dann verlinkt, aber das Ganze im nächsten Video. Vorher möchte ich noch einmal ganz kurz auf die Reihe eingehen. Wir sind hier gerade in Episode 4 angelangt. Nur noch mal zur Erinnerung, in der ersten Episode haben wir gelernt, wie wir überhaupt starten. Was gehört dazu? Was brauchen wir überhaupt? Da geht es darum, gehe ich überhaupt in ein Studio oder kann ich auch zu Hause trainieren? Wie fange ich überhaupt an, wenn ich von nichts eine Ahnung habe? Ist allerdings auch noch mal gut für all diejenigen, die in der Serie einsteigen, um ihr Wissen abzuholen. Auch für diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind beim Bodybuilding. Vielleicht interessant, sich das noch mal anzuschauen. In der zweiten Episode ging es um die Trainingsplanung. Ganz besondere Betonung, heute sind wir beim Trainingsplan, das ist die Trainingsplanung. Da wurde also ausgerichtet, wie wir überhaupt unser Bodybuilding, unsere Bodybuilding-Stunden in der Woche einbauen und wie wir das Ganze langfristig machen, über Monate und vielleicht sogar Jahre hinweg. Da lernen wir eine ganze Menge dazu und ganz wichtig in der Episode 3, die vielleicht wichtigste und informationsreichste bisher, da haben wir etwas über die 10 Fakten zum Bodybuilding generell erfahren. Das heißt, egal ob ihr schon länger dabei seid und das als Checkliste benutzt, um mal zu gucken, wisst ihr überhaupt all diese Fakten ebenfalls, die eine Basis für diesen ganzen Sport bilden? Oder habt ihr auch da ein, zwei drin, die ihr nicht kanntet? Prüft es mal selbst für die Anfänger da draußen, sicherlich ganz interessant zu erfahren. Und jetzt sind wir in der aktuellen Zeit und wir sind hier beim Trainingsplan. Und wie der aussieht, das erfahrt ihr jetzt. Ich habe schon einmal in Episode 2 betont bei der Trainingsplanung, dass wir am Anfang öfters den Muskel pro Woche trainieren können. Das bedeutet, wir begeben uns in einen Split. Was bedeutet Split? Split bedeutet eigentlich nur, dass die groben 6 Muskelgruppen am Körper, Rücken, Beine, Brust, Bizeps, Trizeps und Schultern eingeteilt werden auf und verteilt werden auf bestimmte Tage. Trainingstage. Wir wollen nicht alle an einem Tag trainieren. Auch das wird öfters Anfängern empfohlen, ist allerdings nicht meine Empfehlung, denn wir wollen direkt ins ernste Bodybuilding einsteigen. Seid ihr mehr an Krafttraining oder an Funktionstraining interessiert, dann kann man immer mehr zum Ganzkörpertraining gehen. Ich halte aber nichts davon, alle Muskulaturen an einem Tag zu trainieren. Warum? Das erfahrt ihr auch in verschiedenen anderen Videos des Channels und darauf gehen wir noch später ein bei dieser Serie hier. Jetzt erstmal, wir machen einen Zweiersplit. Das heißt, unsere 6 Muskulaturbereiche werden aufgeteilt auf 2 Tage. Da haben wir einmal den Push-Tag und den Pull-Tag. Das sind die englischen Begriffe für Drücktag und Zugtag. Und das ist natürlich auf die Bewegung bezogen. Beispielsweise wäre ein Drücktag, wenn man etwas vor sich wegdrückt, klassisch die Brust oder auch der hintere Teil des Arms, der Trizeps. Oder natürlich dadurch auch die Schulter ein wenig drin. Oder auch, wenn man sich nach oben drückt, die Beine wegdrückt. Auch das ist bei der Beinpresse Drücken im Begriff. An einem Zugtag genau die Antagonisten, das heißt die gegensätzlichen Muskeln davon, Rücken, dementsprechend, wenn man etwas zieht, beim Ziehen natürlich auch der klassische Bizeps-Curl oder wir können natürlich auch unsere Wade zum Oberschenkel ziehen und dann haben wir den Beinbizeps da drin. So teilen wir das Ganze auf und auf die Woche verteilt sieht das dann so aus. Wir haben hier Tag 1 bis Tag 7. Wenn wir das in eine Woche, in eine reguläre Woche von Montag bis Sonntag reinzwängen wollen, dann könnten wir wie folgt vorgehen. Wir haben Tag 1. Dort trainieren wir dann den ersten Push-Tag. Man kann natürlich auch mit Pull-Tag anfangen. Hier in diesem Beispiel ist jetzt Push. Dann haben wir einen Tag frei, um uns zu erholen. Gerade am Anfang ganz wichtig, wenn ihr jetzt reinkommt, ihr werdet echt guten Muskelkater haben. Dann am Tag 3 werdet ihr die Antagonisten trainieren. Das heißt, selbst wenn ihr dann noch Muskelkater habt, ist das nicht so schlimm für den Muskel, weil ihr die gegenteiligen Muskel trainiert. Dann habt ihr wieder einen Tag frei und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Push, diesmal kein Tag da frei dazwischen. Pull. Und dann nochmal einen Tag frei und ihr beginnt die Woche von vorne. Was ich eher machen würde, wenn ihr
arrhythmisch zu der normalen, regulären Woche trainieren könnt, dann trainiert an 8 Tagen. Das heißt, eure Trainingswoche geht 8 Tage. Denn dann habt ihr zwischen jedem Training einen Tag frei. Und das ist optimal für die Regeneration. Und trotzdem habt ihr den Muskel mehr als einmal die Woche drin. Das bedeutet dann Push, frei, Pull, frei, Push, frei, Pull, frei und so weiter. Das wäre optimal, aber für viele ist das vielleicht nicht möglich, weil ihr genau vorgeschrieben habt, ihr könnt Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag trainieren und so weiter. Versucht es dann möglichst darauf zurechtzueichen. Und jetzt gehen wir schon rein in die Trainingsplanung. Ihr könnt euch hier eine Datei runterladen, ein PDF-Dokument, wo ihr den Trainingsplan nochmal schriftlich drin habt. Das heißt, ihr müsst jetzt keine Screenshots machen oder fleißig mitschreiben. Also ladet euch die Datei gerne runter. Und jetzt erstmal zum Push-Tag. Was haben wir am Push-Tag? Wir haben hier als erstes Bankdrücken. Das ist das klassische Bankdrücken, aber wir machen das am Anfang noch nicht mit den freien Gewichten. Das heißt, das, was ihr kennt mit der Bank und der Langhantel darüber und vielleicht braucht ihr einen Spotter, das heißt jemand, der hilft zur Not, sondern wir bringen erstmal der Muskulatur bei, überhaupt mit dieser Bewegung zu starten und überhaupt den Muskel zu reizen. Das machen wir ganz sicher auf einer Maschine und ganz ehrlich, die Maschinen bringen eigentlich genauso viel wie das freie Gewicht. Davon machen wir dann 3 Sätze und das war's. Also die zweite Übung ist ebenfalls für die Brust und ist eine Isolationsübung. Nach der Grundübung des Bankdrückens kommt jetzt die Isolationsübung. Heißt, wir versuchen möglichst viele Hilfsmuskeln, in diesem Fall ganz besonders der Trizeps, rauszunehmen. Wir gehen auch hier wieder an die Maschine, die fliegende Maschine oder Butterfly, das kennt ihr, und ziehen zusammen. Das Ganze ebenfalls 3 Sätze und die Brust ist abgeschlossen. 6 Sätze für die Brust, das ist richtig, richtig, richtig gut und viel, wenn ihr es richtig macht. Wie gesagt, als nächstes bekommt ihr im nächsten Video mit, wie man das Ganze macht, von der Technik her. Danach gehen wir über zu den Beinen und wir haben erstmal die anstrengende Beinpresse. Das ist eigentlich nichts anderes als die Kniebeuge, nur an einer Maschine. Auch da sind wir am Anfang sicher, ihr müsst jetzt nicht erstmal monatelang die richtige Technik der Kniebeugen lernen und wir wollen uns auch von Anfang an schon also einfach an die Maschine gehen, Gewicht drauf und wegdrücken. Danach gehen wir wieder zu einem Teil und zwar zum vorderen Teil des Beins nochmal über und trainieren den noch etwas extra. Beinstrecken, die klassische Maschine. Von beiden wiederum 3 Sätze, dann haben wir auch den vorderen Teil damit weg. Der hintere Teil, keine Sorge, der wird nicht vernachlässigt, der kommt beim Pulltag nochmal rein. Wie schon gesagt, wenn wir das Bein anziehen, dann gehört es zum Pulltag. Und dann können wir es ein bisschen mehr aufteilen. Und dann widmen wir uns nur noch den kleinen Muskelgruppen. Das heißt, der Trizeps, der schon ein bisschen was abbekommen hat in der ersten Übung beim Bankdrücken, der wird jetzt nochmal gereizt mit Seildrücken oder eine andere Kabelvariante, wo ihr dann schöne 3 Sätze für den Trizeps macht. Und nochmal Seitheben. Der Klassiker, vor allem um den mittleren Teil eurer Schulter zu trainieren, geht mit den Hanteln hoch und dann habt ihr auch die Schultern drin. Damit sind wir durch am Pulltag. Am Pulltag starten wir ganz klassisch mit einem Latissimuszug. Das könnt ihr an der Maschine machen, wenn ihr nicht dazu fähig seid, mehrere Klimmzüge zu machen. Klimmzüge wären natürlich der Klassiker schlechthin. Einfach nur an einer Stange hochziehen. Solltet ihr davon mehr als 8 Wiederholungen schaffen, dann macht gerne die Klimmzüge. Solltet ihr weniger als 8 Wiederholungen schaffen damit, dann stellt das Gewicht entsprechend ein und macht das an der Latissimuszugmaschine. Die zweite Übung ist ebenfalls für den Rücken und mehr für den kompletten Teil des Rückens und nicht nur den Latissimus. Und das ist eine Ruderübung, eine typische, möglichst mit dem engen Griff dazu. Als drittes kommen wir jetzt zu dem vernachlässigten Teil des Beines. Das heißt, wir trainieren nochmal den Beinbizeps und machen davon ebenfalls 3 Sätze. Alles 3 Sätze hier immer, steht aber auch im Trainingsplan nochmal mit drin. Und zum Schluss widmen wir uns dann noch dem Bizeps. Auch der wurde schon beim Rücken bei beiden Übungen gut mitgereizt, aber wir powern ihn nochmal aus, indem wir hier ein paar SZ-Curls machen. Jetzt haben wir aber noch ein bisschen Platz. Wir haben erst 4 Übungen und damit machen wir noch ein wenig was für den Bauch. Auch der soll natürlich drankommen. Wir machen noch ein paar Sätze Crunches. Das können auch mehr als 3 Sätze sein, meinetwegen 4 Sätze. Und dann seid ihr auch eigentlich schon durch. Wie lange ihr das Ganze macht, könnt ihr den anderen Videos entnehmen. Die sind nochmal alle oben in der Infobox drin. Dort findet ihr alle Videos, die ich erwähnt habe, aus der Basics-Reihe. Und nun ja, dann abonniert den Kanal, betätigt die Glocke, dann bekommt ihr auch jedes neue Video mit und die sind alle wichtig für euch, besonders aus der Basics-Reihe. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst mir ein Like da und ansonsten folgt mir auch gerne auf Instagram, da bekommt ihr täglich Tipps und steht direkt mit mir in Kontakt und könnt mir ständig Fragen stellen. So, ich bin jetzt raus, bis zur nächsten Episode, euer Gotti.